Wir begrüßen Sie sehr herzlich zur diesjährigen Expo Lingua Online, freuen uns sehr, dass Sie an unserem Vortrag teilnehmen wollen. Mein Name ist Anne-Kathrin Schiffer, ich arbeite im Karl Schünemann Verlag und der Partner an meiner Seite. Ja, mein Name ist Mario Österreicher, ich bin Abteilungsleiter am Sprachenzentrum der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, bin zuständig für die Fremdsprachenausbildung am Universitätsstandort Nürnberg. Und nachdem mich das scheinbar doch nicht so ganz auslastet, bin ich zusätzlich noch Vorsitzender auf Bundesebene und auf bayerischer Ebene des Deutschen Englischlehrerinnen und Englischlehrerverbands Englisch und Mehrsprachigkeit sowie Co-Sprecher im Gesamtverband der Deutschen Fremdsprachenverbände. Genau. So, ich teile jetzt erstmal meinen Bildschirm mit Ihnen allen. So. Und ich hoffe, Sie sehen jetzt das, was ich sehe, nämlich eine Folie, die da heißt Let's Talk Visuals, Informationstransfer vom Visuellen ins Sprachliche. Das ist das Thema unseres Vortrags, Visuals. Wenn wir die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher einschalten, begegnen uns tagtäglich Fluten von Informationen und also in unterschiedlichsten Medien und Darstellungsformen. In einer Dichte, die man sich schon kaum mehr noch vorstellen kann, sinnvoll, sei es, dass es irgendwie Inzidenzkurven in Corona-Zeiten sind, Hospitalisierungsraten, Wahlergebnisse und Sitzverteilung nach Bundestagswahlen, irgendwie der Klimawandel in den letzten 100 Jahren, wie sich das alles verändert hat. Also es ist wirklich eine sehr dichte Flut von Informationen und wichtigen Informationen, die auch unser aller Leben betreffen und die auch in immer kürzeren Takten und Abständen auf uns hereinbrechen, sodass sehr häufig diese Art von Information gar nicht mehr als Text dargeboten wird, sondern als grafisches Material. Und warum ist das so oder warum ist das sinnvoll? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn ich das jetzt hier mir so angucke zu diesem Thema, Herr Dr. Österreicher, ist ja auch eigentlich alles klar. Ich brauche ja gar nichts mehr zu sagen, oder? Ja, die einen sagen so, die anderen wieder anders. Und die Kolleginnen und Kollegen draußen an den Schulen würden wahrscheinlich ganz anders sagen. Denn die Frage ist ja, kann ich das als Schülerin, als Schüler in der Gesamtdarstellung überhaupt wahrnehmen, was da alles so schön malerisch hier dargestellt wird. Weiß ich überhaupt, worum es geht? Kann ich quasi hier unseren Klippenspringer Boris Johnson, kann ich den entsprechend interpretieren? Weiß ich, dass dieser Wischmob hier quasi diese Darstellung im Panzer den Premierminister Großbritanniens darstellen soll und so weiter und so fort? Also ja, ich kann schon über Visualisierungselemente viel aussagen. Ich muss es nur verstehen können. Und da kommt schon die erste Krux. Da kommt die erste Krux und ich leite gleich hier einmal über zur nächsten Folie. Einmal nochmal sich das vorzustellen, was der Vorteil vielleicht von Infografiken bzw. Bildmaterial versus Text ist. Diese Visualisierung von Informationen ist eigentlich mittlerweile eine eigenständige journalistische Darstellungsform geworden. Sinnvoll ist es dabei, dass sehr komplexe Gesamtzusammenhänge in einer Abbildung repräsentiert werden können, was zu einer sehr effizienten Vermittlung von Fakten führt. Ich habe durch die Verbildlichung eben Klarheit, Genauigkeit, Anschaulichkeit und der Vorteil gegenüber dem Text soll eigentlich immer sein, dass Sachinformationen bereits in vorbereiteter Form angeboten werden. Herr Dr. Österreicher, ja, bitteschön. Und genau da sind wir ja bei dem großen Drama in der Fremdsprachenlehre, diese komprimierte Form. Jetzt sollen unsere Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, diese Vielzahl an Informationen in ihrem Gesamtumfeld wahrzunehmen. Und dann erwarten wir ja von Ihnen, dass Sie genau den umgekehrten Schritt gehen. Das heißt, diese visuelle Komplexität auflösen und dann in eine Versprachlichung überführen. Da wird es ja dann wirklich schwierig. Sie sagten richtigerweise, Klarheit, Genauigkeit, Anschaulichkeit, es ist effizient. Ja, und jetzt muss ich als armer Schüler das
aufbrechen, muss das wieder versprachlichen, muss vielleicht im Rahmen von einem Information Transfer mir überlegen, welche Informationen aus diesem Riesenkonglomerat, wenn wir das mal etwas übertrieben darstellen, sind denn relevant für den von mir zu erstellenden Text? Und da wird es tricky. Das heißt, es geht um das Identifizieren, es geht um das Umsetzen, es geht um sprachliche Mittel. Also im Endeffekt sind wir hier multikompetenzübergreifend gefordert. So ist es. Und jetzt stelle man sich das alles vor, das ist schon auf Deutsch eine wahnsinnige Herausforderung. Ja, also versuchen Sie mal, diese Infografik in einen deutschen, für sich in einen deutschen Text zu fassen. Das macht man, glaube ich, also man macht das automatisch, wenn man versucht, es zu interpretieren und zu deuten, dann fängt man im Kopf an, dieses Bild zu versprachlichen. Und jetzt stellen Sie sich das vor, das Ganze auch noch auf Englisch, im Englischunterricht. Ich leite über zur nächsten Folie, Herr Dr. Ja. Also wenn wir uns das, also eigentlich, wenn wir uns die vorherige Grafik anschauen, müssen wir ja sagen, also ich weiß nicht, ist es überhaupt möglich, Informationstransfer so zu lehren? Können wir das unseren Schülerinnen und Schülern denn überhaupt jemals vermitteln? Denn, wie ich schon bei dem Cartoon gesagt habe, es muss ja erstmal das Verständnis da sein, das Grundlegende, den gesamten Bildinhalt zu erfassen und zu verstehen, was wird da visualisiert. Bei der von Ihnen gerade gezeigten Grafik zu der Covid-19-Problematik, genau hier, da muss ich ja in der Lage sein, die ganzen Informationen wirklich zielgerecht zu erfassen. Was wollen die eigentlich? Also da stehen ja Prozentzahlen ohne Ende rum. Also von daher, da muss ich erst entsprechende Strategien aufbauen, um das um das dann einer späteren Versprachlichung zuzuführen. Und das Nächste ist, ich muss, wie wir es auch bei dem Cartoon gerade gehabt haben, natürlich ein gewisses Grundmaß an interkultureller kommunikativer Kompetenz, wie es so schön jetzt in den Abiturstandards, in dem Kompetenzmodell heißt, aufgebaut haben, um eben das im Gesamten verstehen zu können. Und dann noch mit der außersprachlichen Realität in Verbindung setzen. Das heißt, ich muss wissen, was läuft da gerade? Worum geht es denn? Stellt sich auch die Frage, entspricht das, was wir visuell darstellen, was übertragen werden soll, eigentlich der Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler, die nach den Kompetenzauffassungen ja auch im Zentrum stehen soll, der Aufgabenstellung? Und verfügen die Schülerinnen und Schüler eben über die adäquaten Mittel, beziehungsweise, das ist an sich die Aufgabe von uns und Lehrenden, diese Mittel dann auch entsprechend zu vermitteln, damit sie eben wissen, wie gehe ich damit um, mit welchen Strategien kann ich denn entsprechende Cartoons, entsprechende Informationsgrafiken bearbeiten und dann entsprechend umsetzen. Und wie wir jetzt auch bei Covid, wie wir bei dem Cartoon gesehen haben, da haben wir dann auch das Problem, was ist das Problem? Da sind wir in dem Spannungsfeld, dass Sprache, Klammer auf Fremdsprache, eigentlich noch zusätzlich auf Alltagswissen trifft. Also Brexit, was weiß ich davon, habe ich gehört, dass die jetzt gerade ein bisschen ein Benzin- und Treibstoffproblem haben auf der Insel. Wie sieht es da aus? Nehmen wir eine andere Brexit-Problematik, Verschiebung der Handelsgrenze von der Irischen See nach zwischen Nordirland und Irland. Weiß ich eigentlich, was da die Problematik dran ist? Wir können ja halt eine Grenze in einem Land, ja, was soll's? Ja, da muss ich die ganze Historie auch kennen. Das heißt, ich brauche da ein bisschen Vorwissen. Bei Impfstoffen etc. oder anderen Gegebenheiten, da brauche ich dann auch noch eine Spur an Fachwissen vielleicht. Und das macht die Sache gerade, sagen wir mal, geradezu anspruchsvoll. Dann muss man auch davon ausgehen, wir haben eigentlich die Arbeit mit Cartoons, mit Grafiken in allen Schulformen. Wir haben es in allen Schulformen des allgemeinbildenden Schulsystems. Wir haben es aber auch im berufsbildenden Schulsystem. Kolleginnen und Kollegen aus den Berufsschulen werden mir vielleicht jetzt zustimmen, dass es gar nicht so einfach ist. Noch dazu, wenn wir das in
Berufen haben, die relativ heterogen von der Schülerschaft aufgestellt sind. Ja? Also heterogen vom Hintergrundwissen, vom sprachlichen Wissen her. Also da wird es dann schon anspruchsvoll. Und da sind wir dann auch nochmal gefragt, entsprechend binnen zu differenzieren. Ich weiß, also liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Reizwort seit Jahren. Also ich weiß, dass sich quasi Ministerien vorstellen, dass wir bei 45 Minuten Unterricht und 28 Schülerinnen und Schüler plus X binnen differenzieren, hin zur Individualisierung, die Teacher-Talktime reduzieren, die Schülerinnen und Schüler-Talktime massiv nach oben befördern, aber gleichzeitig entsprechendes Feedback geben und mit dem Stoff curricular entsprechend vorankommen. Also auch das ist nicht ganz ohne. Und da muss man sich überlegen, wie kann man damit umgehen, wie kann man da auch entsprechende Hilfsmittel, mit welchen Rezepten kann man da arbeiten, um eben zum Beispiel bei einer Binnendifferenzierung, Individualisierung, den Schülerinnen und Schülern, die da ein bisschen höheren Förderbedarf haben, auch was zusätzlich an die Hand zu geben. So ist es. Und das ist eine gute Überleitung für unsere nächste Folie. Denn zunächst einmal brauche ich überhaupt irgendwie Material. Ich muss ja erstmal irgendwie an Material kommen. Und ich möchte Sie jetzt ein bisschen mitnehmen in ein paar Produkte unseres Verlages, die in dieser Beziehung sehr interessant sind. Hier habe ich einmal die Sprachzeitung Read On für den Englischunterricht. Das ist die Zeitung, unsere Sprachzeitung für Easy English für das Niveau A2 bis B1. Die wird von Muttersprachlern und Redakteuren und aus unserer Redaktion geschrieben in britischem und amerikanischem Englisch. Sie hat 8 Seiten und hier finden Sie Zeitungsartikel oder Pressetexte zu aktuellen und lehrplangetreuen Themen wie aus Politik, Gesellschaft, Sport, Umwelt und so weiter. Wie Sie hier unten sehen, also das sieht man jetzt wahrscheinlich im Moment nicht so wahnsinnig deutlich, aber es ist da. Im Anschluss eines jeden Artikels werden die Vokabeln erklärt. Ja, also hier unten sind Vokabelerläuterungen. Ich überspringe mal diesen Punkt und komme gleich zu unserem Thema Cartoon inklusive Beispielinterpretation und Infografik, die es nämlich bei der Read On immer gibt, und komme auf die nächste Folie. Also hier zum Beispiel aus der November-Ausgabe der Read On haben wir eine Infografik zum Thema Klima, passend zum Artikel auf der Startseite. Und wir haben auch immer einen Cartoon, das ist logischerweise immer ein anderer, aber immer ein Cartoon mit aktuellem Bezug und mit der Muster- oder Beispielinterpretation im entsprechenden Abonnement. Frau Schäfer, wenn ich da mal kurz dazwischengrätschen darf. Eine Teilnehmerin hat im Chat geschrieben, das ist richtig. Natürlich haben wir die Kontextualisierung auch bei geschriebenen Texten. Richtig. Wenn wir aber uns jetzt den Cartoon hier ansehen, muss ich schon den geistigen Spagat hinbekommen, dass es hier um den Turkey geht, der mal wieder, Gott sei Dank, Thanksgiving überlebt hat. Ja? Also da ist schon ein bisschen mehr Arbeit noch vorhanden, das Ganze entsprechend zu interpretieren und das selber für als Schülerin oder Schüler aufbereiten zu können, als ich das in einer Textdarstellung habe, wo sehr viele Keywords, da wäre jetzt der Truthahn beschrieben. Da muss ich mir keine Gedanken machen, was ist denn das für ein komisches Viech und was wollen die überhaupt von mir? Ja? Also diese Interpretationsleistung, die ist es, was Cartoon-Verständnis schon manchmal schwieriger macht. Hat das nicht nur was mit dem Englischunterricht zu tun, das ist in anderen Fächern ebenso. Aber das macht es natürlich dann nochmal anspruchsvoller für weitere Versprachlichungsstrategien. So Entschuldigung. So ist es. Vielen Dank, Herr Dr. Österreicher. In einer weiteren Sprachzeitung bei uns im Verlag der World and Press haben wir genau dasselbe. Die World and Press ist auch eine Sprachzeitung für den Englischunterricht. Sie bewegt sich allerdings auf höheren Niveaustufen, nämlich von B2 bis C2, ist also schon eigentlich fürs Abitur und aber auch darüber hinaus gedacht. Auch hier haben wir jetzt wirklich Originalartikel zu aktuellen Themen aus englischsprachigen Zeitungen, zum Beispiel der Washington Post, der New York Times, dem Guardian und so weiter. Auch hier haben wir die Vokabelerläuterungen und auch in der World and Press haben wir Cartoons und Infografiken, auch immer passend zum Artikel. Also sie haben immer die Kombination aus Zeitungsartikel und thematisch passendem grafischem Material dazu. Diesmal auf einem etwas höheren
Niveau, sprachlichen Niveau noch einmal. Und auch hier wieder, wenn wir, also ja, in der Infografik ist sehr viel an Informationen enthalten, die muss ich durchgehen, muss ich entnehmen, das geht noch so einigermaßen. Spannend wird es dann, wenn es um Versprachlichung geht und das Nutzen der Information aus dieser Grafik. Bei dem Cartoon wird es dann natürlich schon wieder wichtig, auch auf kleine Bildinhalte zu achten, dass es bei diesem abgebildeten Menschlein um die Public School Districts geht, auch vielleicht im Hintergrund zu halten, was ist das überhaupt? Ja? Also da sind wir wieder bei der Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler, was müssen wir ihnen da zusätzlich vermitteln? Also da muss der Blick quasi schon mal geschärft sein, bevor wir die Zunge bzw. den Stift schärfen und das Ganze in die Versprachlichung übergehen lassen. Also das ist meines Erachtens von der Rezeption her noch eine höhere Anforderung, als dies bei Texten, geschriebenen Texten der Fall ist. So ist es. Ich glaube, wir haben hier im Chat einen Beitrag. Ja, ich meinte, anhand von einem Bild kann ich als Lehrerin etwas schneller erklären als mit einem Text. Und Bilder werden besser behalten und machen oft mehr Spaß. Genau, da sind wir, bin ich absolut bei Ihnen. Die Visualisierung, also bevor, und dann, jetzt haben wir die Instagram-Generation, die können eh nicht so viele Zeichen auf einmal verarbeiten. Also das heißt, ganz klar, das ist attraktiv. Da habe ich, wenn ich es in der Unterrichtsfunktion, in der explikativen Funktion nutze, da kann ich mir sehr viel zunutze machen mit einem Cartoon. Anspruchsvoller wird es, wenn der Cartoon quasi von den Schülerinnen und Schülern individuell bearbeitet werden muss. Ah, Entschuldigung, TikTok, okay, sorry, man merkt, man wird nicht jünger, nicht wahr? Genau, wir gehen in einer anderen Generation an. Wir merken das, wir sind noch voll vertextet. Okay, ich schaue kurz mal in den Chat. TikTok, genau, richtig. 7-Sec-Attention-Span, alles klar. Also im Endeffekt muss man halt versuchen und die Schülerinnen und Schüler auch auf den unterschiedlichsten oder bei den unterschiedlichsten Schultypen, die wir jetzt hier so haben. Also ich weiß jetzt nicht genau, liebe Kolleginnen und Kollegen, in welchem schulischen Kontext sie sich alle bewegen, aber eigentlich haben wir diese Arbeit mit Visuals, mit Infografik, mit Cartoons, haben wir eigentlich in allen allgemeinbildenden Schultypen drin, wie gesagt, bis zur Berufsschule, bis zu den berufsbildenden Schulen. Und dann müssen wir uns überlegen, wie können wir das unseren Leuten denn so weit beibringen, dass die am Schluss in der Lage sind, das eigenständig zu bearbeiten, sicher zu interpretieren, um diese Leistung, die wir am Anfang lehrergestützt ihnen näher bringen, dann eigenständig in irgendwelchen Abschlussprüfungen auch leisten zu können. Genau, das war jetzt die perfekte Überleitung zu unseren zwei Trainingsheften, die wir genau für diese Fälle haben. Also nämlich einmal Cartoon und Co. und Charts und Co. Das sind zwei Trainingshefte, also ein Intensivtraining für genau diese Materialarten für den Englischunterricht. Wir führen Sie da jetzt einfach mal ein bisschen hinein und durch. Also Cartoon und Co. ist einmal ein Übungsheft für die Sprachniveaus A2 bis B2. Hier geht es nicht nur um Cartoons, sondern tatsächlich auch noch um Bilder, ja? Also auch so um journalistische Fotos. Und diese beiden Materialien sind diesen Themenbereichen etwas untergeordnet. Also wir haben Parenting and Growing Up, Environment and Climate Change, Technology, School and Media, Society and Homelessness, Transport, Social Networks und School Shootings and Gun Control. Das sind so die Themen, die mit den Materialien in diesem Heft bedient werden. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal ein bisschen, wie das didaktische Konzept ist oder das aufgebaut ist. Wir üben hier in mehreren Schwierigkeitsgraden. Wie Sie sehen, sind es in dem Sinne
naja, drei Stück sind es einfach, weil der letzte ist Do-it-yourself, also beziehungsweise ist ja das Schwierigste. Also der erste Grad ist fully guided, dann kommt semi-guided, partially guided und dann do-it-yourself. Also wir haben immer anhand von vier Materialien, also vier Cartoons beziehungsweise vier Bildern, wird der Umgang mit diesem Material geübt, ja. Das ist also wirklich ein intensives und gezieltes Training. Im Anhang haben die Beispiellösungen und auch Redemittel. Eignet sich natürlich wunderbar für binnendifferenzierenden Unterricht, für Hausaufgaben, Tests, Klassenarbeiten, aber auch wenn ich einfach selbstständig üben und wiederholen will. Ich zeige Ihnen das mal. Am Anfang beginnt es mit einer Art Fact-File. Also da steht erstmal, was ist überhaupt ein Cartoon? Was will der Cartoonist uns sagen? Wie ist ein Cartoon in der Regel aufgebaut? Welche Bestandteile hat er? Dann finden Sie hier Tipps und Hinweise, wie man mit so einem Material umgeht, was man eigentlich zuerst machen muss. Und dann kommt ein schrittweises Vorgehen. Ja, wir haben immer also Introduction, Description, Analysis, Evaluation und was man in diesen Schritten eigentlich macht. Dann fängt es eben an. Also hier, die erste Einheit fängt so an. Wir haben hier ein Cartoon, das ist jetzt fully guided. Hier habe ich schon so ein paar Vokabelangaben. Dann muss ich mir erstmal angucken, worum es überhaupt geht. Und dann fängt das so an, fängt man an zu üben. Ja, dann fängt man eben an, die Fragen zu beantworten. Und das ist bei dem ersten Cartoon immer noch so, wirklich, da wird der Lerner so an die Hand genommen und durchgeführt, durch jeden einzelnen Schritt so nacheinander durchgeführt. Und so geht das immer weiter. Sie können sich das, Sie sind versiert in diesen Dingen. Ich brauche Ihnen jetzt nicht seitenweise von den Übungen vorzustellen. Sie können sich vorstellen, wie das weitergeht. Und es ist jedenfalls so, also bei dem zweiten, dritten und vierten Cartoon, dann wird die Hilfe immer weiter zurückgenommen. Ja? Also es ist immer so, also das Ende ist dann letzten Endes, dass Sie beim vierten Cartoon eigentlich nur noch die Aufgabenstellung haben, den Cartoon, die Aufgabenstellung und dann muss der Lerner das alles ganz alleine machen, ohne Hilfestellung. Wenn ich da mal kurz mich einschalten darf, man sieht hier, also auf dem ersten Blick, ich finde das auch sehr, sehr gut gewählt, dass der Cartoon an sich ist ja nun nicht so komplex gestaltet eigentlich im Vergleich zu dem Boris Johnson Brexit Cartoon. Aber wo die Schülerinnen und Schüler, wo die Lernenden auch entsprechend darauf hingewiesen werden, ist auf diese Kleinigkeiten zu achten. Also diese Videokamera wahrzunehmen, zu überlegen, was macht das eigentlich? Und das sehr schön in ein Konzept eingebettet, wo ich quasi erstmal mein Kochrezept bekomme. Also wie gehe ich als Schülerin, als Schüler mit so etwas um? Welche Beschreibungstechniken nutze ich? Wie kann ich die Beschreibung auch entsprechend versprachlichen? Also damit auch etwas, was durchaus für Schultypen nutzbar ist, die jetzt nicht alle zur allgemeinen Hochschulreife führen. Das heißt, ich kann sie sehr schön mit den unterschiedlichsten sprachlichen Mitteln vertraut machen und dann darauf sensibilisieren, das Bild im Ganzen und die Details entsprechend wahrzunehmen und auch zu reflektieren, was weicht da eigentlich vom normalen, in dem Fall Kinderzimmer, was weicht von der normalen Darstellung denn ab? Wo sind Spezifika? Also das finde ich sehr gelungen an diesem Übungsmaterial. Genau, und hier haben wir also zum Beispiel auch immer wirklich so Hilfestellungen, ja, so Fragen, also die man, ja, wie Leitfragen eigentlich mehr oder weniger, die einen dahin durchführen, durch dieses ganze Material, ja. Also wenn ich mich an denen orientiere, wenn ich die beantworte, dann habe ich schon so viel gemacht mit diesem Material und hab schon so viel herausgefunden, dass ich eigentlich schon auf der Zielgeraden bin, mehr oder weniger. Am Ende von diesem Heft haben Sie einen Appendix, wo nochmal die wichtigsten Redemittel die wichtigsten Redemittel vorgeschlagen werden und vorgestellt werden und wie man das macht, ja, also wie lautet die Frage und wie antwortet man darauf, wie beschreibt man dieses Material. Das finde ich ist auch nochmal ganz wichtig. Wir müssen ja auch davon ausgehen, also Eliteförderung ist was Tolles. Aber wir haben es jetzt auch mit Leuten zu tun, die mit der Fremdsprache entsprechend eine problematische Einstellung haben, die nicht so versiert sind. Und auf
mit denen, die heilfroh sind, wenn sie ein bisschen was auch lexikalisch zum Festhalten haben. Ja. Wo sie wissen, darauf kann ich rekurrieren. Das sind Phrasen, die kann ich nutzen, um wenigstens bis zum gewissen Grad einen schulischen Erfolg zu erzielen. Und das finde ich auch sehr wichtig. Wie gesagt, ich bilde selber Berufsschullehrkräfte für Englisch aus. Das versuche ich auch immer zu vermitteln. Wir wollen nicht immer aus allen Schülern Einzelschüler machen, sondern es geht darum, dass wenn Leute wissen um ihre Defizite, dass ich ihnen Möglichkeiten an die Hand gebe, diese Defizite irgendwie ein bisschen zu kompensieren, dass sie auch mal einen Erfolg haben und damit auch wieder Spaß an dem, was wir ihnen so zeigen und was wir ihnen versuchen weiter beizubringen. Es gibt eine Handmeldung. Ich erteile mal eine Sprecherlaubnis. Ich glaube, das war nur, also die Meldung ist schon länger. Okay. Ich glaube, die war zu Anfang. Das war wieder aus. Alles klar, sie poppte gerade wieder so auf. Okay. Gut, das wäre also Cartoon und Co. Die zweite Publikation, die wir Ihnen ganz kurz vorstellen möchten, beziehungsweise durch die wir Sie ein wenig durchführen möchten, ist Charts & Co. Das ist unsere Neuerscheinung. Also hier geht es um also Diagramme, Infografiken, Tabellen, Karten, Fan-Diagramme aus diesen Themenbereichen. Und das ist im Prinzip ähnlich aufgebaut. Ja? Also auch hier üben und trainieren die Schülerinnen und Schüler in mehreren Schwierigkeitsgraden. Wir haben das jetzt ein bisschen zusammengedampft, also Guided, Semi-Guided, Your Turn auf unterschiedlichen Niveaustufen, natürlich auch mit Beispiellösungen und Redemitteln. Und auch das ist für diese einzelnen Punkte geeignet. Ich springe gleich in die nächste Seite. Jedes Kapitel oder jedes kleine Kapitel fängt mit so einer Auftaktseite, sage ich jetzt mal an. Und zwar haben wir hier immer den Blanko-Chart. Ja? Also erstmal so, wie sieht so ein Bar-Chart überhaupt aus? Und da können Sie schon relativ viel ablesen. Also hier, wie heißen diese Dinger hier eben alle auf Englisch? Ja, wir haben eine Title, Subtitle, Category, Source, The Legend, dann Horizontal Axis, Vertical Axis und so weiter und so fort. Da lesen Sie, können Sie schon unheimlich viele Informationen draus entnehmen. Dann folgt ein Fact-File, der erstmal definiert, was ein Bar-Chart oder Line-Chart oder Pie-Chart oder wie auch immer, was für ein Chart es ist, ist. Dann für welche Fragestellungen wird der überhaupt benutzt? Ja, man kann ja nicht jedes Diagramm für jede Fragestellung benutzen. Und was sind seine Merkmale? Ja? Warum benutzt man den? Warum ist der wichtig? Dann haben Sie ein paar Vokabelerklärungen und am Ende dieser Seite schon mal ein paar Guidelines for describing and analyzing a bar chart. Ja? Also wichtige Redemittel, wie ich so ein Material überhaupt anfange zu beschreiben und wie ich damit umgehe. Also das, und das ist praktisch für jede Chartart oder für jede Diagrammart, die wir in diesem Heft haben, immer so genau der Fall. Und wenn Sie mit den Materialien auch weiter raufgehen möchten, also sprich Oberstufe, sei es berufsbildend oder gymnasial, hätten Sie damit auch die Möglichkeit zu sagen, Sie verziehen wenigstens rezeptiv den Schritt bei den Schülerinnen und Schülern von B2 zu C1 und lassen aufgrund der Erfahrung oder dessen, was hier dargestellt wurde, wofür wird welches Chart verwendet, dann auch nochmal reflektieren, ob dieses Chart entsprechend auch geeignet war, das die jetzt verwenden sollten, um diese Information darzustellen. Also das heißt, ich kann damit auch nochmal eine Reflexion starten. Passt das, was hier genutzt wurde eigentlich, oder hätte man es noch besser darstellen können? Mhm. Ja? Also das finde ich sehr gelungen und da kann man dann noch ein bisschen eben weiter im Referenzrahmen nach oben gehen. Genau, und hier sehen Sie jetzt, das ist eigentlich im Prinzip genauso aufgebaut wie bei Cartoon & Co. Also Sie haben auf einer Seite immer also das Diagramm oder die Abbildung oder die Infografik, wie auch immer. Sie haben hier schon die Vokabeln und dann kommen eben Übungen und ganz normal, also schrittweise nach den einzelnen Schritten, wie wir es auch schon aus Cartoon & Co. kennen.
am Ende dieses Heftes haben Sie auch wieder einen Appendix. Also Sie haben hier Redemittel, Sie haben sogar die Zeitformen genannt, in welchen Tenses schreibe ich jeweils die Teile, die ich zu schreiben oder zu benennen habe. Diese Seite hier gefällt mir ehrlich gesagt auch ganz gut. Also Talking about Numbers, Data and Statistics. Also da stehen unheimlich viel nützliche Dinge drin. Also auch solche Sachen wie, dass die Notation im Englischen und im Deutschen unterschiedlich ist. Also dass ich zum Beispiel 28,3%, aber im Englischen, im Deutschen aber 28,3% sage, da die Tausenderschritte aber dann genau umgekehrt differenziert werden. Also es ist im Englischen und Deutschen eben genau umgekehrt. Und das muss man schon auch wissen, wenn man mit so einem Material umgeht. Das kann eine Fehlerquelle sein. Ja, und auch in der Darstellung. Also das ist immer im Bereich der interkulturellen kommunikativen Kompetenzen. Ja, genau. Ja, soweit zu unseren Publikationen und zu dem Thema Visuals. Wie wichtig das ist, also wie wichtig es auch vor allem ist, damit umgehen zu können eigentlich und für sich auch die richtigen Schlüsse aus dem Material ziehen zu können und es einfach interpretieren zu können. Also sowohl im Unterricht als auch für einen privat, kann man sagen. Ja. Damit haben wir quasi eine Punktlandung hingelegt, Frau Schiffer. So ist es. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen und wir konnten Sie anregen, sich mit Charts und mit Visualisierungen zu beschäftigen und auch der Versprachlichung des Ganzen. Ich schaue noch mal einmal in den Chat. Ist soweit nur der Dank an uns. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen herzlichen Dank. Wir bedanken uns für die Teilnahme. Herzlich bei Ihnen. Ich stoppe jetzt mal die Präsentation, dann sehen Sie uns auch normal wieder. Und dann herzlichen Dank an Sie alle. Und bleibt nur der Wunsch, noch von der Expolingo, von vielen Veranstaltungen zu profitieren und ansonsten weiterhin vor allen Dingen gesund zu bleiben. Ja, passen Sie bitte alle gut auf sich auf und machen Sie es gut. Einfach. Danke. Tschüss, wiederschauen. Alles Gute. Tschüss.